Wenn ein normaler RGB-LED-Streifen euch noch nicht bunt genug ist, dann habe ich hier das Passende für euch. Willkommen zu meinem Review vom WS28 12 LED-Streifen und einem passenden DMX-Controller. Starten wir bei der Verpackung, wenn man diese denn überhaupt als solche bezeichnen kann. Der LED-Streifen ist auf einer schwarzen Plastikrolle aufgewickelt und diese steckt in einer einfachen, silbernen, antistatischen Tüte. Netterweise ist noch eben Aufkleber drauf, damit man weiß, was drin ist und ein paar Hinweise, was man nicht damit machen sollte. Anscheinend wurde der Controller und die Fernbedienung bzw. das Anschlusskabel nur eben auf eine Pappe gelegt und eingeschweißt. Aber alles ist heile bei mir angekommen, somit will ich darüber nicht zu viel meckern. Kommen wir nun zur Inbetriebnahme, die sich für unvorbereitete Personen etwas schwieriger gestalten dürfte. Erstens, es wird kein Netzteil mitgeliefert. Also dürft ihr selbst sehen, wie ihr das Ding mit 5 Volt versorgt. Glücklicherweise klappt bis zu einer bestimmten Anzahl von LEDs noch die Spannungsversorgung über USB. Aber auch da ist kein Kabel dabei. Also hoffentlich habt ihr eins rumliegen. Das Kabel zum Verbinden des Controllers mit dem LED-Streifen ist mitgeliefert und somit könnte man jetzt einfach die drei Adern in die Klemmen einschrauben und loslegen. Wenn die Adern nicht nur 2 mm abisoliert wären und somit das garantiert nicht klappt. Ich habe mir das ganze Teil noch ein Stück weiter abisoliert, Ader-Endhülsen draufgepackt, damit ich nicht diese dünnen Kabel durchreiße und eben noch einen Schrumpfschlauch drüber, da die Ader-Endhülsen doch ein bisschen länger waren, als es in die Klemme reingeht. So hält's auf jeden Fall. Ist der Controller sowohl mit 5 Volt Gleichspannung als auch mit dem LED-Streifen verbunden, kann man im Setup-Modus auswählen, wie viel LEDs man angeschlossen hat und ob diese als einfacher Streifen oder in einer 2D-Matrix angeordnet sind. Wie man allerdings in den Setup-Modus kommt, steht in der Bedienungsanleitung, die natürlich nicht mitgeliefert wurde. Die dürft ihr euch aus dem Internet ziehen, hoffentlich ist sie da, wo ihr den Controller gekauft habt. Hat man diese Hürden einmal gemeistert, wird man dafür aber auch dementsprechend belohnt. Dadurch, dass bei diesem LED-Streifen nicht der ganze Streifen in 1, sondern jede LED einzeln angesteuert wird, lassen sich unzählige Effekte zaubern. Der Controller hat passenderweise gleich 100 davon eingespeichert. Wem das noch nicht reicht, der kann diesen mit dem PC verbinden und in Echtzeit alles machen. Und ich meine wirklich alles. Da schätzungsweise niemand Lust auf ein stundenlanges Video hat, werde ich ihn nur auf den Funktionsumfang ohne angeschlossenen PC eingehen. Es können 100 Effekte eingestellt werden, wo allerdings die festen Farben auch schon mit dazu zählen. Diese Effekte können dann noch in ihrem Tempo und da drin, wie weit sie sich seitlich ausdehnen oder zusammengestaucht sind, variiert werden. Bei der ganzen Spielerei sollte beachtet werden, dass das verwendete Netzteil stark genug ist, beziehungsweise am besten sollte man einfach beide Seiten vom LED-Streifen mit dem Netzteil verbinden, sodass nicht eine Seite weniger Spannung hat und die Farbe etwas verfälscht wird. Das Ganze ist aber relativ zu sehen, da ich hier ein 4 Meter LED-Streifen mit 240 LEDs verwendet habe und den Controller nur an USB 3 Anschluss von meinem PC angeschlossen hatte. Dieser sendet zwar garantiert mehr als die garantierten 1,5 Ampere, laut Anleitung sind aber 14,4 Ampere empfohlen. Somit sollte das Verhältnis klar sein. Aber nun zurück zu den Effekten. Standardmäßig ist alles von einfachen Farben über Knight Rider bis zu laufenden Regenbögen dabei. Somit findet wahrscheinlich jeder etwas, was ihm gefällt, oder er muss sich halt selbst etwas programmieren. Womit wir auch schon bei der Zielgruppe für dieses Produkt wären. Denn wer einfach nur sein Zimmer oder irgendwas anderes in einer Farbe, die er mag, beleuchten will, der kann für ein Drittel des Preises den Effekt haben, den er will. Aber muss nicht 100 bis 120 Euro dafür ausgeben. Andersrum ist es, wer jetzt denkt, dass er daraus ein richtig schönes, großes, hellleuchtendes Display machen kann. Tut mir leid, an diesem Controller können nur 512 LEDs angesteuert werden. Somit wird's mit Hochauflösen auf jeden Fall nichts. 23x23 Pixel ist noch möglich, aber wer will sowas als Display haben? Trotzdem, wer kein Problem damit hat, dass die Inbetriebnahme etwas länger dauert und er danach seiner Kreativität freien Lauf lassen will und irgendwelche Effekte programmieren will, wofür er die auch immer braucht, der ist mit diesem LED-Streifen bestens aufgehoben. Die Verarbeitungsqualität ist eigentlich ordentlich, die LEDs leuchten alle schön hell und gleichmäßig, somit, wenn euch der Preis nichts ausmacht und die Arbeit, kann ich dieses Produkt nur empfehlen. Links, unter denen ihr den LED-Streifen und den Controller kaufen könnt, stehen in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es für diesen LED-Streifen auch noch mehrere Controller und das hier war jetzt das Extrembeispiel mit den meisten Funktionen, aber wer so oder so so viel Geld für einen LED-Streifen ausgibt, da sollte das nicht mehr das Problem sein.
Viel Spaß damit!